Herr Arnold, wie ist denn die Messe in Hannover für Wieland angelaufen? Mit welchen Erwartungen gehen Sie in die Messetage? Heute war natürlich ein ganz spezieller Tag, muss man sagen. Ganz Hannover war abgesperrt wegen dem Besuch des amerikanischen Präsidenten. Und das absolute Highlight für uns war, dass er heute hier direkt an der Highlight-Ecke einen Meter vorbeigegangen ist mit Angela Merkel. Und somit haben wir den Vormittag gut nutzen können. Jetzt am Nachmittag wird es dann verstärkt in die Kundenakquise gehen. Also ganz speziell sind wir stolz auf unsere Erweiterung in der Samos Pro Kompaktsteuerung. Da haben wir jetzt einen neuen Pressenbaustein auf den Markt gebracht, der sehr gut bei unseren Kunden ankommt. Und das Zweite zum Thema 4.0 haben wir das erstmalig geschafft, als Klemmenhersteller ein Software-Tool zu generieren, mit dem der Kunde aus seinem CAD-Programm direkt bis zu uns in die Produktion seine Daten einspielen kann. Und das ist eine ganz große Innovation, von der ich mir sehr viel verspreche. Ich bin jetzt auch bei der gerade eben erwähnten Presse und bei mir steht jetzt auch Thomas Kramer-Wolf. Herr Kramer-Wolf, baut Wieland jetzt Pressen? Nein, Wieland baut keine Pressen, aber unsere Kunden bauen Pressen oder bauen Pressen wie diese hier um. Da haben wir alte Pressen und wir liefern dann die Elektronik und die Software dazu. In diesem Fall ist der Fokus auf den Softwarebausteinen. Pressenbausteine zu programmieren und insbesondere anschließend auch den Test und den Nachweis zu führen, dass der Baustein sicher ist und nicht nur funktioniert, sondern auch zuverlässig und sicher funktioniert, das ist ein Riesenaufwand. Diesen Aufwand, den treiben wir einmalig und können damit unseren Kunden ein großes Maß an Arbeit ersparen und damit den Zertifizierungs- und Abnahmeprozess reduzieren. Wieland macht die Planung, macht den Umbau, macht die ganze Dienstleistung drumherum. Und der Kunde kann sich aussuchen, auf welchem Level er einsteigen möchte, ob er die Komponenten kauft oder ob Wieland hier die Dienstleistung oder gar das komplette CE liefert. Bei mir nun Dirk Baumann. Er ist Produktmanager für den Bereich Interface und industrielle Netzwerktechnik. Herr Baumann, Sie stellen ja hier auf der HMI ein neues WLAN-Modul vor. Was war der Grund und wie genau funktioniert es? Ja, die kabelgebundene Vernetzung von Geräten in einem Schaltschrank oder an einer Maschine ist ja schon lange Standard. Im Zuge jetzt von Industrie 4.0 gewinnen die kabellosen Kommunikationslösungen immer mehr an Bedeutung. Ja, der Hauptanwendungsbereich liegt in einem drahtlosen Zugang zu Geräten an einer Maschine. So kann zum Beispiel ein Softwareingenieur mit seinem Laptop jeden Anlagenteil erreichen. Das erhöht die Flexibilität und die Effizienz im Engineering. Als nächstes wird uns nun Markus Berger ein paar Informationen geben. Herr Berger, Sie sind ja Gruppenleiter im Produktmanagement und von jeher ein wichtiges Thema für Wieland sind die Reihenklemmen, speziell in diesem Fall die Push-In-Reihenklemmen, natürlich auch hier auf der HMI. Ja, Push-In-Reihenklemmen bieten dem Kunden viele Vorteile. Er kann leider werkzeuglos einstecken. Auch Wieland hat in den letzten Jahren sein Portfolio gezielt erweitert und dieses Jahr zeigen wir ein Redesign unserer Push-In-Reihenklemmen-Serie Phasis WTP. Neu mit Smart Push-In. Und Herr Berger, wir sehen hier gerade jetzt eine weitere Neuheit von Wieland. Auch neu bei Wieland das Markierungssystem Vibrint. Vibrint ist ein Thermotransferdrucker, mit dem unsere Kunden Reihenklemmen, Kabel, Leitungen und verschiedene andere Komponenten im Schaltschrank markieren können. Vibrint kann vollautomatisch oder halbautomatisch laufen und der Kunde kann damit bis zu 8500 Schilder pro Stunde beschriften. Herr Berger, Industrie 4.0 ist ja Leitthema dieser Messe hier in Hannover. Wie trägt denn Wieland diesem Bereich Industrie 4.0 mit den Reihenklemmen Rechnung? Wieland zeigt hier auf der Hannover Messe erstmals seine neue Planungssoftware Wieplan Click-to-Buy. Wieplan Click-to-Buy ist verknüpft mit der CAE-Software des Kunden. Das heißt, der Kunde plant in seinem CAE-Tool seine elektrische Anlage. Über eine Exportfunktion kann er sich mit Wieplan verbinden und seine Reihenklemmen und seine konfektionierte Klemmleiste auswählen. Danach kann er diese Klemmleiste über unseren E-Shop anfragen und natürlich auch bestellen. Innerhalb von Sekunden bekommt er einen Preis für seine individuelle Lösung. Nach einer Bestellung haben wir unsere internen Abläufe modifiziert, optimiert und können dem Kunden seine individuelle Lösung innerhalb von 5 Tagen liefern.
WLAN feiert 2016 50 Jahre Leiterplattenklemmen. Und auch dieses Jahr haben wir wieder einige Neuheiten in diesem Bereich. Unsere neue Leiterplattenklemme 8142ZP hat mit 12 Ampere Nennstrom eine sehr hohe Leistungsfähigkeit. 12 Ampere liegen deutlich über dem marktüblichen Standard und trotzdem konnten wir die Klemme mit sehr kleinen Baumaßen entwickeln. Die Stiftleiste kann von oben oder von unten kontaktiert werden. Die Klemme verfügt über große Leitereinführungsöffnungen und kann damit einfach angeschlossen werden. Und die Klemme verfügt über alle internationalen Zulassungen. Last but not least geht es jetzt um ein bekanntes Produkt von WLAN, und zwar den Steckverbinder RST Mini. Und der findet auch seine Anwendung in der Industrie. Der RST Mini ist ein Installationssteckverbinder für die Industrie und für die Installationstechnik. Der RST Mini zeichnet sich durch eine hohe Leistungsfähigkeit aus mit seinen 16 Ampere und 400 Volt. Er verfügt zudem über die patentierte Twist-Look-Technologie. Das heißt, der Kunde bekommt beim Verriegeln des Steckverbinders durch einen Klick immer die Sicherheit, dass die Steckverbindung sicher und dicht geschlossen ist. Der RST Mini ist verfügbar in 2, 3, 4 und 5-poliger Ausführung. Und neu auf der Messe zeigen wir die kompakten Verteiler in 3- und 5-poliger Ausführung.